Hallo liebe Anleger und willkommen zum Ausblick auf das Börsenjahr 2019 und die Deutsche Telekom Aktie. Ich bin Manuel Koch. Die Aktie der Deutschen Telekom ist bei Anlegern vor allem wegen der Dividende beliebt. Allerdings konnte die Deutsche Telekom ihren fundamentalen Wert in den letzten Jahren nicht wirklich steigern. Die Aktie ist deshalb in den letzten 3 Jahren seitwärts gelaufen. Für die nächsten Jahre erwarten Analysten wieder Wachstum, so soll der Gewinn für 2019 steigen. Die Telekom muss allerdings erst noch beweisen, dass diese Steigerung möglich ist. Das Wettbewerbsumfeld bleibt weiter sehr herausfordernd. Die Telekommunikationsunternehmen konkurrieren hauptsächlich über den Preis miteinander. Diese Preiskämpfe wirken sich negativ auf die Gewinnmargen aus. Außerdem muss die Telekom permanent viel Geld in das Netz und neue Technologien investieren. Diese Investitionen sind notwendig, um nicht den Anschluss zu verlieren. Trotzdem belasten sie das Geschäftsergebnis der Telekom. Langfristig sind keine hohen Kurssteigerungen zu erwarten. Die Telekom-Aktie kommt daher nur in Frage, wenn die Aktie günstig bewertet ist. Eine Bewertung der Telekom-Aktie kann man gut an historischen Vergleichswerten ableiten. Hier bietet sich das Kurs-Umsatz-Verhältnis besonders an. Der historische Mittelwert liegt bei 0,9.